Liebe Kollegen, liebe Gäste draußen an den Bildschirmen, ich darf Sie sehr herzlich begrüßen zur letzten Pressekonferenz der Saison 2015-16 nach dem Spiel gegen die TSG Hoffenheim 2, Endstand bekanntlich 2:5. Bei mir ist der Cheftrainer der TSG Hoffenheim, zu meiner Rechten Marco Müllersinn, hallo. Und zu meiner Linken, wie immer, unser Cheftrainer Hartmut Kaufmann. Herr Müllersinn, ganz kurz zum Spiel. Schnelle Führung, eigentlich war schon alles klar, oder? Dass er nicht alles klar war, was man gesehen im Laufe des Spiels. Also, nee, klar, wir sind in ein gutes Spiel gekommen, keine Frage. Wir waren in der ersten Halbzeit, haben gut gegen den Ball gearbeitet, waren kaltschnäuzig vom Tor, haben dann eine deutliche Führung erspielt bis zur Halbzeit. Aber wussten schon, und das haben wir auch in der Halbzeit gesagt, dass wir jetzt nicht nachlassen dürfen, dass wir versuchen müssen, aufs vierte Tor zu gehen. Das war, wenn man Gegentor zulassen, den Gegner natürlich wieder ins Spiel reinlassen und es dann nochmal eng werden kann. Das ist dann leider auch passiert. Wir haben dann vielleicht einen Tick nachgelassen. Spielberg macht dann die zwei Tore, da hat man gesehen, dass er auch einen Ball spielen und dass man da nicht nachlässig sein darf mit dem 4-2, was dann, glaube ich, war dann die Moral endgültig gebrochen. Ganz spätes 5-2 dann noch. Ja, über weite Strecken ein ordentliches Auswärtsspiel von uns, das hatten wir uns vorgenommen. Wir wollten nun mal alle Kräfte mobilisieren, nochmal eine richtig gute Leistung auswärts raushauen, nochmal einen Dreier holen. Wie gesagt, das haben wir über weite Strecken geschafft. Der Hänger von 15, 20 Minuten Anfang der zweiten Halbzeit. Den sollte man in Zukunft vermeiden, dann müssen wir am Ende auch nicht zittern. Danke. Hat nur die mangelnde Chancenauswertung, zieht sich wie ein roter Faden durch die Saison. Es war auch heute so, in der ersten Halbzeit das Spiel steht 0:3, obwohl wir auch zahlreiche Chancen hatten. Glückwunsch an Hoffenheim zu dem, ich denke mal, unterm Strich verdienten Sieg. Ich habe ja eigentlich aber, ob wir jetzt Abstiege sind, ob das jetzt banal klingt oder nicht, ich habe doch aber ein angenehmes Problem. Meine Jungs erspielen sich doch ihre Torchance. Ja, wenn ich da die ganze Woche über Gas geben müsste, dass man nur Torchance kreiere, dann hätte ich ein Problem, aber das haben sie, die Jungs. Keine Frage, du gehst nach 3 Minuten mit dem Elfmeter, liegst du 1-0 zurück, dann haben sie aber gute Fußball gespielt, haben ja ihre Torchance gehabt, es schießt so keiner mit Absicht vorbei, der trifft jetzt nicht richtig den Ball und so weiter und so fort. Dann bekommst du aus einem eigenen Standard, aus dem Eckball, ja, das sind einfach so Situationen, Hoffenheim stellt 3 Stürmer vorne, wunderbar organisiert, alles klar, und dann kommt der Ball direkt auf den Torwart, also das ist optimal, der hat sich nichts für ungut, er hat sich nicht mehr bewegen müssen, pflückt das Ding runter und schlagt das Ding davor ins 1 gegen 1. Und das sind dann so Sachen, die werden dann in der Liga einfach sofort auch gnadenlos bestraft. Dann das dritte Tor, okay, der Mann hat jetzt halt an der Linie ein bisschen Schmerzen gehabt, der hat zweite Halbzeit die Fahne nur oben gehabt, erste Halbzeit hat er sich noch geschont. Aber gut, das sind Nimmelswille, das ist halt so im Leben, mit dem kommt man klar. Dann muss ich aber sagen, obwohl das Spiel 5-2 ausgegangen ist, Respekt vor meiner Mannschaft, wenn du 3-0 gegen eine Mannschaft zurücklegst zur Halbzeit, die eine Wahnsinnsrückrunde gespielt hat. Ja, das ist schon eine geniale Rückrunde, wo die Hoffenheimer da gespielt haben. Hätte sie nur einen Bruchteil in der Vorrunde, dann würden die um Platz 1 und 2, dann wären die Nachtrag in der Relegation. So haben wir gegen richtig Top-Mannschaft gespielt, haben dann nur noch mal zurückgekommen, haben uns da reingekämpft, die Jungs haben ihre Chance gehabt, Claudio, wo noch mal kurzfristig abgedrängt wurde. Wir machen den Anschlusstreffer und das kreide ich mir an, das ist aber meine Trainerphilosophie und von der weiche ich nicht ab, keine Zentimeter. Ich möchte eine Mannschaft, die Fußball spielt. Ja, und wenn du eine Mannschaft hast, die Fußball spielt, passieren gewisse Dinge. Ja, und das verfolgt uns ein bisschen die Saison, weil es halt in der Liga sofort gnadenlos bestraft wird. Der Stürmer bekommt den Ball, Drehung und schießt das Ding unter die Latte. Aber ich weiche von meinem Ding nicht ab. Ich möchte eine Mannschaft, die Fußball spielt. Ja, die versucht, die Situationen zu lösen. Ja, die sich der Aufgabe stellt und zu lösen. Und das hat die Mannschaft gemacht. Nur in der Situation oder in der Liga wird sofort bestraft. Das ist schade für, das ist okay. Plus dann noch die 2-3 Aktionen, wo ich einfach sagen muss, also wenn ein Spieler auf meiner Höhe steht, Linienrichter 10 Meter neben dran und der Ball ist 70 Meter unterwegs, ich weiß gar nicht, wie ich das schaffen soll, abseits zu stehen.
Aber gut, das ist jetzt so passiert. Das ist jetzt so die Situation. Nichtsdestotrotz, nochmal Glückwunsch an Hoffenheim. Hoffenheim für mich nochmal die bärenstarke Rückrundemannschaft. Also das, was die in der Rückrunde gemacht haben, Respekt, ganz, ganz großer Respekt. Gute Arbeit, danke. Wenn jetzt eben hat Kaufmanns gerade erwähnt, legt man die Rückrunde zugrunde, wäre mehr drin gewesen für ihre Mannschaft. Lag das vielleicht auch daran, dass in der Vorrunde die Profis große Probleme hatten, dass sich das auch auf die U23 auswirkt? Ja, man spürt das natürlich, wenn es bei der Profimannschaft nicht läuft, im Verein schon, aber das hat jetzt keine direkte Auswirkung auf uns. Bei uns ist es einfach so, wir starten jedes Jahr mit einer sehr jungen Mannschaft in die Runde. Die muss sich erst finden, die Spieler müssen sich entwickeln. Das tun sie gut. Deshalb ist dann auch möglich, dass man in der Rückrunde stabiler spielt, dass man bessere Ergebnisse einfährt, dass man konstanter punktet. Ganz normale Entwicklung, die wir auch in der nächsten Saison wieder durchmachen werden. Und von dem her sind wir froh, dass die Profimannschaft noch die Kurve gekriegt hat und dass es bei uns dann in der Rückrunde auch nochmal deutlich bergauf ging. So passt es für uns. Hartmut, kurze Analyse. Was war denn in dieser Saison für dich am positivsten bei deiner Mannschaft? Am positivsten immer noch, dass bis auf ein Spiel in Freiburg, das haben sie ja klar und deutlich von mir gesagt bekommen, da haben sie sich aufgegeben in den 90 Minuten, das geht gar nicht. Ja. Ansonsten muss ich sagen, fußballerisch, spielerisch, eine gute Mannschaft, ein guter Wille und ein guter Weg. Und das ist für mich positiv, die Art und Weise, wie sie die Fußballspiele gestaltet haben. Weil es ist schon nicht ganz einfach für den einen oder anderen. Du fährst nach Offenbach, du fährst nach Waldhof Mannheim, wo mal sehr schöne oder angenehme Stimmung herrscht mit 6000 Zuschauern. Und das steckt man ja nicht gerade so weg. Das ist wirklich ein Top-Erlebnis gewesen für die Jungs. Und trotzdem ihre Ruhe und ihre fußballspezifische Geschichte einzubringen, das hat mir gut gefallen. Es gibt natürlich gewisse Dinge, die mir als Trainer nicht gefallen haben, aber das sind Dinge, die ich nur intern bespreche mit der Mannschaft. Und da wird da von mir nichts kommen, weil unterm Strich bin ich sehr, sehr dankbar, dass wir dieses Abenteuer Regionalliga erleben durften. Dass der Verein mit all seinen Mitgliedern dieses Abenteuer versucht hat umzusetzen. Ja, ich kann mich immer noch erinnern an letztes Jahr Sommer mit 40 Grad, wie die Männer hier gearbeitet haben und die größte Hitze das alles möglich gemacht haben, viele Leute im Hintergrund gearbeitet haben und ich kann es nochmal erwähnen, ich habe es letzte Woche schon erwähnt, viele Leute im Hintergrund den Verein trotz Abstieg stabil auf den Beinen hält, ja, und im Gegenteil, so wie ich den Eindruck habe, dass der eine oder andere sogar noch ein bisschen mehr macht und noch ein bisschen stabiler. Und das ist eine Sache für einen Trainer sehr, sehr angenehm, weil wenn du als Trainer absteigst dann, und den Verein noch dementsprechend irgendwo in die rote Zahl oder die miese Zahl, das ist nicht so einfach. Es ist ein Verein, der SV Spielberg, der nächstes Jahr wieder eine schlagkräftige Truppe auf den Platz schickt und wieder dagegen arbeitet und Vollgas gibt in der Oberliga, weil Fußball macht einfach zu viel Spaß, um jetzt irgendwie lang Trübsal zu blasen. Unterm Strich, und das Fazit für mich, geiles Jahr, geiles Abenteuer in der Regionalliga, auch wenn die Ergebnisse mir persönlich als Trainer natürlich ein bisschen, da knirscht es ein bisschen im Gebälk daheim. Aber von der Art und Weise, wie sie Fußball gespielt haben, bin ich unterm Strich doch zufrieden. Danke. Dann bedanke ich mich zunächst bei den beiden Cheftrainern. Ich bedanke mich auch bei Ihnen, liebe Zuschauer und Anhänger des SVS, auch im Namen des Vereins für Ihre Treue und hoffe und wünsche, dass Sie unseren Verein und unsere Mannschaft auch in der kommenden Saison unterstützen. Ich sage Dankeschön, dass Sie das Abenteuer Regionalliga mit uns gewagt haben. Auf Wiedersehen am Sonntag, den 3. Juli, zur Vorstellung der neuen Mannschaft unseres SV Spielberg für die Saison 2016-2017. Dankeschön. Danke. Gute Fahrt. Ciao.